Zimmer zu verkaufen. Hi, dieses Zimmer brauchen wir. Das ist das perfekte Zimmer. Seht euch das an. Wir haben viel Arbeit vor uns. Lasst uns loslegen. Ich habe einen Plan. Feuer kommt hierhin. Erde dorthin. Ich habe alles geplant. Hey, wo wollt ihr denn hin? Oh Mann, niemand interessiert sich für meinen Plan. Lasst uns sauber machen. Dieses Bett muss verschoben werden. Warte, ich schaff's nicht. Okay, Efeu, los! Genial. Ich fange an, den Boden zu wischen. Ich verschiebe das Regal mit einem starken Wind. Oder auch nicht. Nach meinem Plan sollte das... Vergiss den Plan. Improvisier einfach. Das Bett kommt hierhin. Aber wir müssen es zusammenbauen. Ich mach das schon. Oh oh. Feuer, beeil dich. Bin schon unterwegs. Oh nein, das wird nicht passen. Doch. Was hast du vor? Ich werde die Teile anschweißen. Eine Sekunde. Mit deiner Wunderkerze klappt's bestimmt. Ich hab's fast geschafft. Puh. Ja! Es ist stabil. Sehr gut. Puh, ist das heiß. Warte, ich puste. Danke. Ich habe Holzbalken gefunden. Und was jetzt? Wir pflanzen sie in Töpfe. Geben Erde dazu. Und lassen ein Holzbett wachsen. Und los! Es hat geklappt! Das war ein Pfirsichbaum? Ich werde die Holzbalken anstreichen. Ich will, dass mein Bett die Farbe eines Sees hat. Schöne Farbe! Ich habe den perfekten Grünton gefunden. Wir haben es geschafft. Es fehlt noch was. Ein Vorhang. Die Luftmagie wird mir bei der Beleuchtung helfen. Hallo Wolken. Ich brauche noch einen Mond und Sterne. Ich bin dran. Stimmt. Ein himmelblauer Vorhang. Mit einem Regenbogen. Perfekt. Wow, was soll ich tun? Ich weiß, ich werde Gras pflanzen. Und mein Bett damit verzieren. Perfekt. Ich brauche mehr Licht. Und das pflanze ich hier ein. Wachse weiter. Geschafft. Die Pflanze kommt in die Mitte. Oh Mann, niemand mag meinen Bauplan. Und mein Bett ist immer noch nicht fertig. Ich bin sauer. Wow, cool. Versteckt euch. Sorry, aber wenigstens ist mein Bett fertig. Ich brauche mehr Feuer. Auch wenn es nur Schaumgummi ist. Ich werde Flammen ausschneiden. Und einen Rahmen für einen Spiegel machen. Wahnsinn! Ich hänge ihn genau hier an. Das hätte ich fast vergessen. Eine feurige Lichterkette. Wunderschön! Ich will auch mein Zimmer schmücken. Ich schaue in meiner Handtasche nach.
Fimo und Federn. Perfekt. Ich werde einen Vogel aus Fimo machen. Und Federn brauche ich für die Flügel und den Schwanz. Der Wind ist immer bei mir. Dieser Stumpf ist so schwer. Puh. Batz nur ab. Geschafft. Das ist die perfekte Holzuhr. Du bleibst hier. Ich habe Hunger, aber es ist noch nicht Mittagszeit. Ich kümmere mich darum. Essenszeit. Lecker, lecker. Alle sind beschäftigt. Ich kann nicht mal runterkommen. Huh? Oh. Brauchst du Hilfe? Ah, warte. Mit dieser Rutsche kommst du runter. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie sicher ist. Danke, Sis. Juhu! Diese Rutsche ist toll. Luft, kannst du das Becken für mich aufblasen? Klar doch, aber du musst mir helfen. Ich mache es schon. Es klappt. Wow, sehr gute Arbeit. Danke. Gern geschehen. Puh. Der Pool ist hier. Aber wie komme ich da rein? Oh. Luft, hilf mir nochmal. Gibst du mir etwas Wind? What? Okay. Flieg! Ja! Ich werde eine Quallengelande über meinen Pool hängen. Ich habe eine andere Idee. Ich messe die Länge, Breite und Höhe. Und ich habe ein Seil und ein Brett gefunden. Ich verbinde sie. Luft, hilf mir mal. Und auf der anderen Seite. Jetzt haben wir eine Schaukel. Hä? Das ist genial. Perfekt. Ich mache ein Zeichen für mein Element. Und verziere den Baum. Ich gebe mein eigenes Symbol dazu. Geniale Idee. Hier ist meins. Und hier ist meins. Jetzt sind wir alle zusammen. Dieser Apfel ist so saftig. Wir haben auch Hunger. Ihr wollt den Apfel? Wartet. Ich vergrabe den Rest und setze meine Zauberkräfte ein. Das ist so cool. Wow. Jetzt kann ich die Äpfel ernten. Hier. Lecker. Und wenn ich ein Smartphone pflanze, daraus wird ein Smartphone-Baum. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis er wächst. Das dauert zu lange. Es bringt nichts. Ich gebe auf. Hä? Hm? Freya, hast du gerade ernsthaft versucht, ein Smartphone-Baum wachsen zu lassen? Du bist verrückt. Wenigstens habe ich es versucht. Lasst uns einen Film gucken. Wir brauchen Popcorn. Gib das Feuer. Danke. Hä? Was macht sie da? Was? Bereit ihr das Popcorn zu? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Rein damit. Wow, es regnet Popcorn. Guten Appetit.
Dieser Film ist jetzt noch viel besser. Ist jemand zu Hause? Hi, wie geht's eurem... Was willst du? Darf ich mir euer Zimmer ansehen? Oh, klar. Wow, das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kaufe es für 10 Dollar. Ja. Nein. Und was sagt ihr jetzt? Okay, nein. Ich zahle alles. Nein, dieses Zimmer ist unbezahlbar. Und es ist nicht zu verkaufen. Vielleicht sollten wir es verkaufen. Denk nicht mal dran. Nein. Unser Zimmer ist das Beste der Welt.